Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Oh-Wow-Box von Olsen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Oh-Wow von Olsen, das Ganze am 24.08., sprich heute erschienen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box mit so einem Gesicht drauf. Und bevor wir die Folie abnehmen, was ich besonders spannend finde, wir haben hier einen Sticker, und zwar lesen wir hier limitierte Auflage und 1111 von 1111. Also diese Boxen wurden scheinbar durchnummeriert, Gesamtauflage waren eben 1111 und meine Box ist sage und schreibe 1111. Also die letzte Box der gesamten Auflage. Keine Ahnung, ob es jetzt diesbezüglich da irgendwelche speziellen Sachen gibt oder irgendwelche Verlosungen, Gewinnspiele, die mit der Nummer zusammenhängen. Keine Ahnung, aber ich finde es auf jeden Fall mal heftig, dass ich genau diese Box erwischt habe. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und dann im Detail ansehen. So. Genau, weil mit dieser Folie verschwindet jetzt auch dieser Sticker hier nochmal aus der Nähe. Also 4x die 11, 4x die 11, 4x die 11, 2x die 11 bzw. 4x die 1, so wäre es richtig. Also wir haben hier eine schwarze Box, Olsen lesen wir oben. Dann haben wir hier so ein Gesicht, erinnert ein wenig so an Picasso oder ähnliche Malerei. Oh wow, dann hier links noch Credits und auf der linken Seite und auf der Unterseite dann so ein dunkelgrün, Credits und Barcode. Rechts dunkelgrün, oben dunkelgrün. Auf der Rückseite lesen wir Oh Wow. Und dann haben wir hier oben die Tracklist. Und zwar haben wir 16 Tracks an der Zahl. Scheinen allesamt Solo-Tracks zu sein. Und das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Also eine Clubbox. Und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal die Instrumentals zum Album. Das Album an sich. Das ist ein Glückskeks, beziehungsweise die Brösel eines Glückskeks. Dann haben wir ein Buch, ein Shirt, diverse Sticker, 4 Stück an der Zahl und ein Poster. Von innen die Box, glatt weiß, so sieht das aus. So, und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die mal aus der Folie rausholen. Und zwar haben wir hier einmal das Shirt, sehr schön, dann haben wir die Instrumentals in einer Papphülle, so, und natürlich das Album an sich, dieses ebenfalls in Folie. So. Und dann starten wir auch gleich mit dem Album an sich. Also, so sieht das aus. Wir lesen hier wieder Oh Wow, oben darüber Olsen. Dann ist das Gesicht, also das ist 1:1 die Abbildung, die wir auch schon von der Box kennen. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case, hier die Seite ist schwarz. Auf der Seite lesen wir dann Olsen Oh Wow und auf der Rückseite haben wir dann nochmals die Tracklist und zwar haben wir auch hier wieder die 16 Tracks aufgelistet, wie gesagt, keine Features vermerkt. Oh Wow, dann hier dieser bunte Streifen und dann hier die Credits und ein Barcode, das Ganze über Urban erschienen. Dann schauen wir mal hinein, wir haben kein Booklet in diesem Fall, sondern hier wirklich nur so einen Einleger mit dem Cover drauf. Dann haben wir die CD in schwarz-weiß und grün gehalten. Olsen Oh Wow lesen wir hier. So sieht das aus. Rückseite glatt schwarz. Also 16 Tracks auf dieser CD, auf diesem Album. Dann haben wir die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Vom Cover her ident, bis auf diesen Zusatz hier Instrumentals. Hier eben die 16 Tracks mit drauf. Also auch hier oben wieder aufgelistet.
Die CD in Grün, Weiß und Schwarz. Sieht so aus. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Machen wir hier nochmal kurz etwas Platz. So. Ein Poster. Und das Ganze ist auch wieder diese Abbildung, die wir schon kennen. Also das Cover hier nochmals drauf. So sieht das aus. Das Poster im Hochformat. Und einseitig bedruckt. Die Rückseite ist glattweiß. Dann haben wir mit dabei vier Sticker. Diese Sticker von der Farbe her, von der Gestaltung her, wie auch schon dieses Gesicht. Also das sind wirklich die Farben, die hier verwendet werden, durchgängig im Booklet, also im Booklet, im Artwork des Albums. So sieht das aus. Oh wow, Olsen, eben viermal diese vier verschiedenen Farben. Sehr schön. Jeweils rechteckig. Dann haben wir mit dabei ein Buch. So sieht das aus. Oh wow, Olsen. Und dann haben wir hier den guten Mann. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er es ist. Er ist allerdings hier verhüllt mit einem weißen Shirt. Vor einem Blumenbeet, vor einer Hecke. Diverse Rosen hier. So sieht das aus. Von hinten glatt schwarz. Und dann haben wir hier jede Menge Bilder mit dabei, Texte, Zitate, so sieht das aus. Also ich nehme mal stark an, dass hier auch diverse Tracks abgedruckt sind vom Text her, aber auf den meisten Seiten sehen wir hier Bilder. Schön gemacht, also werde ich dann mal in Ruhe durchblättern und mir dann wirklich mal im Detail ansehen. Vielleicht diese Seite hier teile ich mit euch. Das Leben ist ein Auf und Ab und manchmal muss man in den Momenten, in denen es am Boden ist und erneut den Anlauf in die immer selbe Runde nehmen will, den Ausstieg schaffen, zur Seite treten und sich im Moment innehaltend die Zeit für einen Neustart geben. Alles klar. Gut, also schönes Buch. Wie gesagt, jede Menge Fotos und auch einige Texte damit drin. Dann haben wir einen Glückskeks. Oh wow, lesen wir hier. Auf der Rückseite haben wir dann die Infos, also diverse Rezepte, die Zutaten, die da drin sind. Mindestens haltbar bis Aufdruck, alles klar. Hier 19. Februar 2019. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal öffnen. Es knirscht schon ziemlich stark, also der dürfte den Versand nicht so ganz überstanden haben, der Keks. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier jetzt großteils Brösel vorfinden werden, auch wenn ich es... Ja, doch. Also Brösel. Ja, also mein zerbröselnder Glückskeks. Und wie es in einem Glückskeks so üblich ist, haben wir hier dann einen Zettel drin. Und bei mir steht hier: Ich wäre lieber mit dir. Hashtag oh wow. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, dass diese Zettel variieren. Also je nachdem, was für eine... Also wenn ihr die Box gekauft habt, nehme ich mal stark daran, dass der Zettel sich unterscheidet. Dass es eine gewisse Palette an Zetteln gibt. Und die dann eben zufallsmäßig in diesen Glückskeksen verteilt sind. Ja, probiere ich mal ein Stück. Schmeckt gut. Also, so dieser Standardgeschmack, wie man das von Glückskeksen kennt. Jetzt werden wir das Ganze hier noch irgendwie ein bisschen beseitigen. Schön die Brösel hier überall verteilen. Okay. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Shirt mit dabei. Also, Glückskeks habe ich, glaube ich, auch nie in einer deutschen Box vorgefunden. Auf jeden Fall eine Premiere. Das Shirt ist schwarz und dann haben wir hier auf der linken Brust den Schriftzug Oh Wow und auf der Rückseite dann dieses Gesicht, diese Malerei hier, die wir auch schon vom Cover kennen. So sieht das aus. Und bei dem Shirt handelt es sich um ein Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle
und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße ihn raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weißen Schriftzug, oh wow, hier auf der linken Brust. Ansonsten komplett schwarz. Dafür ist der Rücken etwas farbenfroher, habt ihr ja vorhin gesehen, dieses Gesicht, diese Grafik darauf. Ja, relativ schlicht gehalten in schwarz und weiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz so mein Fall, aber ja, kann man trotzdem anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann das Buch mit jede Menge Fotos und Texten. 4 Sticker. Also hier in verschiedenen Farben rechteckige Sticker. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Dieser Glückskeks, der hier in dieser Packung kommt. Ich hoffe, euer ist ganz. Und dann natürlich das Album an sich im Standard Toolcase inklusive 16 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, oh wow, von Olsen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Olsen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.